Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer. Wir sind zurück hier beim Dorf dieser Maulwurfsmenschen. Dann haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass Sakagewa hier unterwegs ist, diese Indianer-Expediteurin, Expeditionsleiterin, die ebenfalls versucht, Mana einzufangen, genau wie diese Maulwurfsmenschen. Es ist ein kritischer Punkt hier gerade in unserer Expedition. Mal sehen, ob wir hier irgendwie erfolgreich sind. Wir werden mal Yubi nochmal losschicken, bevor wir wieder zurück ins Dorf gehen. Und zwar ins dichte Gebüsch. Ach nee, da sind wir zu weit weg. Das müssen wir hier oben machen. Da ist auch dichtes Gebüsch. Bin mal gespannt, was das Trüffelschwein hier ausbuddelt. Zweimal Zitrone? Zitrone. Ah, wenn wir unter 30 geistige Gesundheit gehen, bekommen wir 10 dazu. Das ist allerdings sehr schön. Leicht bittere Zitronen, an sich nicht allzu lecker, jedoch perfekt für Limonade. Ja, wunderbar. Das könnten wir vielleicht noch gebrauchen in Zukunft. Mal schauen. Wir gehen wieder zurück ins Dorf und werden... Genau, eine geschäftige Minenstadt ist das Ganze nämlich. Fleißige Leute, schwere Maschinen. So, wir können uns hier nach Malin erkundigen. Ich möchte aber lieber erst mich mit dem Oberhaupt eigentlich treffen. Dafür bräuchten wir 3 Ruf. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegen wir 3 Ruf her? Vielleicht mit genügend Whisky. Oder mit ein paar Perlen. Oh, da sind sie sehr interessiert dran. Stoßzähne gar nicht mal so sehr, aber auch die könnten wir verwenden. Aber die geben natürlich viel Ruhm. Die Perlen aber kaum. Also die Perlen können wir auf jeden Fall abgeben. Dafür sind ihnen diese Muscheln relativ egal. Rauchbomben nehmen sie auch. Fackeln brauchen wir selbst. Diesen Zauberstab der Gezeiten will ich auch mal lieber bei mir lassen. Weiß nicht, ob wir den nicht noch gut gebrauchen könnten. Eine Whiskyflasche und vielleicht noch die Rauchbeutel. Ja, das könnte man nehmen. Und dann hätten wir ohne Gegenleistung erstmal die 3 Ruf hergestellt, um mit dem Oberhaupt zu sprechen. Bevor wir uns hier direkt nach Malin erkundigen und hier irgendwie für Probleme sorgen. Weil wir wissen ja nicht, ob wir uns dann irgendwie verdächtig machen, ob die uns dann vielleicht irgendwie selber noch jagen oder so. Ich bin mir da nicht sicher, was passiert, wenn wir das machen. So, hier gibt es noch eine Hornflöte. Ich gucke mir mal gerade an, was die sonst noch so im Angebot haben. Hebt die Stimmung, zieht aber Aufmerksamkeit auf sich. Naja, solange hier keine bösen Tiere sichtbar sind in der Höhle, bislang haben wir keine gefunden, wäre das ja auch in Ordnung, ne? Geistige Gesundheit 7 ist jetzt nicht die Welt, aber ja, kann theoretisch einen Unterschied machen und ist halt super günstig. Allerdings geht dann der Ruf runter, wir müssten noch was anderes mitgeben. Als Gegenwert. Vielleicht nochmal Muscheln. Die brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Da können wir uns eine Hornflöte leisten. Dann gibt es hier noch Kristallsplitter. Scherben, Gerberausrüstung und ein Stampfer. Versetzt wilde Tiere in der Nähe in Raserei, was dazu führt, dass sie sich dem Stampfer nähern, um ihn zu zerstören. Okay, das ist also so ein taktischer Apparat. Fluchtwurfanker. Erlaubt dir eine sofortige Flucht aus einem Kampf. Klingt auch spannend. Und auch weitere Fackeln sind eigentlich eine spannende Sache. Aber wir wollen ja erstmal den Ruf bekommen hier. Gegen die eine Hornflöte. Das ist, glaube ich, ganz okay. Das machen wir mal. Dann haben wir auch wieder ein paar Inventarplätze frei. So, wir kommen ins Geschäft und wir können uns jetzt mit dem Oberhaupt treffen. Das machen wir erstmal zunächst. Ein Schwall alkoholischer Dämpfe schlug mir entgegen, als ich den Raum betrat. Das Dorfoberhaupt saß über ein Tongefäß gebeugt und starrte in das darin befindliche Getränk. Sie erhob sich schwankend, als ich eintrat. Sie starrte mich trübselig an und fragte, warum ich hier sei. Als ich eine Antwort stammelte, unterbrach sie mich mit einer knappen Geste. Sie schien in schlechter Stimmung zu sein und ließ nur eine Bitte zu. Wir könnten jetzt Whisky mit ihr teilen. Ah ja, weil sie wohl dem Alkohol frönt, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Teilen wir doch mal den Whisky.
Ich gab dem Dorfoberhaupt ein wenig von meinem Alkohol, um die Stimmung zu, um seine oder ihre Stimmung zu heben. Im Vergleich zu dem üblen Getränk, an das sie gewöhnt war, war dies eine Wohltat. Sie schien sehr beeindruckt zu sein. Okay, wir haben schon 5 Meinungen. Wir könnten etwas über den Stamm lernen. Jemanden rekrutieren, jetzt nicht unbedingt Hilfe anbieten, weiß ich nicht. Wir wollen erstmal etwas über den Stamm lernen. Wir sind ja Anthropologe. Ich weiß, wir haben das Ziel eigentlich schon erfüllt in dieser Expedition. Aber das hält uns ja nicht davon ab, auch über diesen Stamm etwas zu lernen. Also machen wir das. Ich bat um Erlaubnis, an diesem Abend mit verschiedenen Stammesmitgliedern zu sprechen, um mehr über die Bräuche des Stamms zu erfahren. Nach reiflicher Überlegung wurde es mir gewährt. Oh, schon wieder ein Ruf. +6. So, ich verbrachte die Nacht damit, die Dorfbewohner mit meinen Fragen zu löchern und lernte dabei viel über sie. Ein Insulaner erklärte, dass sie den Weg des Friedens folgten. Wo andere Stämme ihre Krieger einsetzten, bildeten sie Schlichter aus. Spezialisten für die gewaltfreie Lösung von Konflikten. Das ist ja interessant, das haben wir vorhin auch schon mal gehört, dass sie irgendwie so Friedensapologeten sind. Aber was ich mich dann ja frage, wenn das hier so absolute Friedensleute sein wollen, warum jagen sie dann Malin? Und vor allen Dingen, warum klingt das so, als wenn sie irgendwie, als wenn sie ihr Böses wollten? Also sie können ja, klar, Malin hat sich mit dem Stab auf und davon gemacht, dass sie böse stimmt, ist mir klar. Aber solche friedlichen Leute, die dann da auf der Jagd sind nach Malin, irgendwie klingt das widersprüchlich für mich, auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Nachdem meine Neugierde gestillt war, kehrte ich am nächsten Morgen zurück und dankte dem Dorfoberhaupt. Das Dorfoberhaupt wartete schweigend darauf, ob ich noch andere Anfragen hatte. Ja, also Hilfe anbieten, nee. Wir wollen erstmal nur Malin finden. Ich stieg aus dem unterirdischen Bau des Oberhaupts auf und kehrte zum Gemeinschaftsbereich der Siedlung zurück. Ich würde sagen, tja, erkundigen wir uns jetzt nach Malin. Wir machen das erst, nachdem wir im Dorf gerastet haben. Das kostet uns ja nichts. So, wir wollen hier übernachten. In der Nacht kam Nara Hagopian schüchtern auf mich zu. Ich bemerkte, dass sie stark errötete, als sie sich näherte. Dann holte sie hinter ihrem Rücken einen üppigen Blumenstrauß hervor. Stotternd gestand sie mir ihre tiefe, unerschütterliche Liebe. Was? Nara? Aber sie ist ja schon verliebt in Teacup. Oha. Eine. Tja, wollen wir das jetzt annehmen? Ich meine, also, das ist natürlich jetzt echt ein Wort zum Sonntag. Sie kommt daher und gesteht uns ihre Liebe aus dem Nichts heraus. Das hat sich ja nicht mal irgendwie angedeutet oder so. Ich glaube, Paul-Henri ist tatsächlich geschmeichelt. Er nimmt die Blumen an. Ich lächelte leicht, streckte die Hand aus und nahm den Blumenstrauß entgegen. Den Rest des Abends verbrachten wir händchenhaltend unter funkelnden Sternen. Ach, wie süß. Wir sind verliebt mit Nara, obwohl sie eigentlich schon einen anderen Partner hat. Das ist natürlich ein bisschen, naja, debattierbar, sage ich mal, ob das nicht doch zu ein bisschen Ärger führen kann. Aber naja. Warten wir mal ab. So, wir haben eine Woche bei den Einheimischen verbracht hier. Ich fühlte mich unter den herzlichen Dorfbewohnern sehr wohl. So, wir werden das jetzt machen. Wir werden uns erkundigen und wenn dann alles vor die Hunde geht, dann haben wir es eben wenigstens versucht. Ich erkundigte mich diskret nach Neuigkeiten über Malin. Die Maulwürfe grummelten nur als Antwort. Ihre Flucht schien ein Wunderpunkt für sie zu sein. Man sagte mir nur, dass ihr Reisegefährte, der Salamander, vielleicht mehr zu berichten wusste. Ich musste einen Weg finden, mit dem Salamander zu reden. Dann müssten wir den retten. Oh, das gibt bestimmt Ärger mit den Dorfbewohnern. Allerdings haben wir ja eine gute Grundbeziehung. Ja, wir müssen das tun. Wir müssen ja mal finden. Es hilft ja nichts. Es war äußerst riskant zu versuchen, das Kind des Oberhauptes der Salamander zu retten. Selbst wenn ich erfolgreich war, würden mich die Maulwürfe unerbittlich verfolgen. Oh nee, 4 Würfel, das schaffen wir niemals. So viel Glück können wir nicht haben. Also können wir theoretisch schon, aber da müssten ja 4 von 5 Würfeln für uns fallen mit 50% Chance. Nee, nur ein Narr hätte den Versuch unternommen, den Salamander aus den Klauen der Maulwürfe zu befreien.
Ich würde Malin auch ohne Hilfe finden. Und ich glaube, das können wir auch, dadurch, dass wir immer wieder Möglichkeiten haben, hier unsere geistige Gesundheit aufzufrischen. Denke ich, das ist sogar realistisch, dass wir das schaffen. Wir packten unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg. Neue Abenteuer warteten schon auf uns. Die Insulaner wünschten uns eine gute Reise. Gut. So, dann wird's wieder dunkel. Und ich würde sagen, wir ziehen zunächst einmal hierhin, zu dem nächsten Ort, den wir noch nicht kennen. Und finden hier eine Steinscheibe. Ja, dann haben wir noch Insulaner, auch mit denen könnten wir natürlich noch sprechen. Dann haben wir hier eine Steinscheibe. Was haben wir denn hier? 64%. Die Genauigkeit hat sich doch schon eine Weile erhöht hier. Eine große Weile erhöht. Das sieht jetzt hier nach einer nördlichen bis westlichen Drift aus, wo Malin sein könnte. Wir gehen erstmal wieder auf die Insulaner zu. Sprechen mit denen wir ja eine gute Beziehung haben. Sie schienen auf der Suche nach einem dreckigen, diebischen Affenwesen zu sein. Wir könnten sie jetzt bestechen, wir könnten sie töten oder sie überlisten. Aber das hatten wir eben schon, das wird nicht klappen. Das ist super unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Noch unwahrscheinlicher, als die Würfel eben waren. Die Maulwürfe bestechen, aber dann müssten wir denen ja irgendwie was geben wieder. Also das wird schwierig werden jetzt. Ich weiß nicht, sind die Alkohol... die mögen den Alkohol, ne? Das Problem ist nur, vielleicht brauchen wir den ja selber noch. Nee, wir lassen das mal. Ich änderte meine Meinung. Meine Vorräte waren zu wertvoll, um sie auf diese Weise zu vergeuden. So schätzen wir das ein. Und jetzt nähern wir uns mal der Steinscheibe, die wir hier entdeckt haben. Ich stieß auf eine uralte, im Boden eingebettete Steinscheibe mit eingeritzten Zeichen. Sie musste vor Jahrhunderten von Einheimischen bearbeitet worden sein und nun war sie wohl lange vergessen. Wir, ja, analysieren Markierungen. Ah, jetzt können wir hier wieder was aufdecken, ne? Warte mal. 65% Genauigkeit. Na, jetzt schwankt das wieder irgendwo hin. Wir werden mal den Bereich hier einfach aufdecken, würde ich sagen. Aha, hier drüben ist also ein Schrein. Interessant. Wir werden jetzt auch nochmal eine Fackel zünden und sehen, dass hier gleich wieder etwas aufgedeckt wird. Es ist hier noch ein Händler und noch zwei weitere Orte. Und eine Frage, die sich uns stellt, wo könnte Malin sein? Wahrscheinlich ist sie im Norden, ne? Tja. Wahrscheinlich, ne? 10 Tage brennt die Fackel nur, die gehen uns dann langsam aus. Aber immerhin, dann hätten wir hier schon mal den Süden durchsucht. Hier drüben ist erstmal eine Steinmauer, hier geht's gar nicht weiter. Und dann können wir nur noch hier in den Norden rein. Und ich vermute, dass sich Malin wahrscheinlich dort befindet. Aber ich will zumindest wissen, was das hier für Orte sind. Das kostet auch nicht allzu viel, hier reinzulaufen. Also werden wir das mal machen. Wir reisen hier drüben hin, vielleicht können wir noch mit dem Händler sprechen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann ignorieren wir den erstmal. Aha, noch ein Wasserfall. Das ist natürlich jetzt echt super. Der ist ja strategisch perfekt positioniert. Einer im Süden, einer hier im Osten. Vielleicht ist noch einer im Norden. Da würde ich sagen, wir gehen erstmal zu dem Fragezeichen. Auf dem Rückweg machen wir hier nochmal Halt. Das klingt gut. Reisen wir hier zu dem nächsten Ort. Das ist ein riesiger Knochen. Und Yubi kann wieder auf die Suche gehen. Dann machen wir das doch mal hier. Beim flachen Boden bei den Knochen. Mal sehen, was Yubi dort ausgräbt. Oh, schon wieder rote Maden. Naja, ob wir die jetzt brauchen, weiß ich nicht. Wir gehen mal auf die riesigen Knochen zu. Und entdecken Überreste eines riesigen Tieres, das von der unterirdischen Tierwelt sauber genagt worden war. Ich konnte nur hoffen, dass das, was es getötet hatte, nicht allzu bald zurückkehrte. Ja, wir können gründlich durchsuchen. Boah, 3 Grüne plus 1 Blauer. Oh, wird uns das gelingen? 3 Würfel? Ich meine, wenn wir eine Fackel nehmen, ist das ja gar nicht so unwahrscheinlich. Das Problem ist nur, wir kriegen aus irgendwelchen Gründen hier überhaupt keine blauen Werte angezeigt. Aber es werden alle gewürfelt, ne? Also es könnte passieren. Komm, wir probieren unser Glück.
Ja, sehr schön. Bessere Beute. Sehr gut. Meine Sinne waren scharf an diesem Tag und ich entdeckte einige zersplitterte Kisten, die inmitten der Knochen versteckt waren. Ein Fleischerbeil. Hat denn jemand noch eine Hand frei hier? Also wir nicht? Nee, ich glaube, wir haben alle etwas in der Hand. Jetzt müssen wir natürlich mal vergleichen, das Fleischerbeil im Vergleich zu... Tja. Im Vergleich zu dem Rest, ne? Das ist alles schon wieder zu viel. Kristallsplitter, Tierzahn würde ich jetzt nicht mitnehmen. Also wenn, dann würde ich das Fleischerbeil mitnehmen und vielleicht die roten Maden hier liegen lassen, weil die eigentlich nicht sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Nehmen wir es mal mit. Oh, wir sind trotzdem überladen. 2 Inventarslots? Hä? Ach, das hat er gar nicht gelassen. Ich habe alles mitgenommen. Ja, okay. Da müssen wir es fallen lassen. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. So. Gut, wir können noch mal auf die Insulaner zugehen. Ich denke, das wird dabei ähnlich sein wie bei den anderen Gruppen auch. Sie schienen auf der Suche zu sein. Ja. Nee. Dann lassen wir sie mal schön in Ruhe. Und auf dem Rückweg gehen wir hier übernachten am Wasserfall. Schlagen dort unser Lager auf. Sehr schön. Der Wasserfall bot einen atemberaubenden Anblick. Das Wasser kühlte die Luft und sorgte für einen frischen Windhauch. Rasten wir. Ich entschied, dass es eine gute Idee war, an diesem Ort eine Rast einzulegen. Es war eine bezaubernde Nacht und ich fühlte Zufriedenheit. Es war ein drückend heißer Abend. Nach einer Weile streckte Nare Hagopian den Rücken und schickte sich an, in das frische, kühle Nass zu springen. Sie warf einen einladenden Blick zurück. Ich war nicht in der Stimmung, aber Tugai wollte sich unbedingt anschließen, froh über die Gelegenheit, der drückenden Hitze zu entkommen. Von meiner Position am Ufer konnte ich beobachten, wie sie sich mit Wasser bespritzten und lachten. Zu sehen, wie sie sich vergnügten, heiterte mich auf. Nach einer Weile kamen sie wieder aus dem Wasser und bereiteten sich auf die Nacht vor. Sie schnatterten fröhlich wie Enten miteinander, bis sie schließlich einfielen. Jetzt sind die auch noch Freunde geworden, was? Jetzt geht's ja hier völlig durcheinander. Also, ich bin verliebt in Nare Hagopian. Nare Hagopian ist verliebt in mich als auch in Teacup. Und sie ist befreundet mit Tugai. Teacup hat Mrs. Smithson als Haustier, ist befreundet mit Tugai und verliebt in Nare Hagopian. Und Tugai ist jetzt Freund mit Teacup und Nare. Und Mrs. Smithson ist halt das Tier von Teacup. Interessant. Das sind ja super interessante Beziehungsgeflechte, die sich jetzt hier bei uns entwickeln. Ob das der Einfluss hier dieser Höhlen ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das irgendwie so eine Art, ja, so eine Einflussgeschichte. Auch nach Tagen der Ruhe genossen wir immer noch das friedliche Rauschen des herabfließenden Wassers. Dieser Ort stimmte mich optimistisch. Ja, in der Tat. Gut. Jetzt können wir hier zu dem Schrein. Wir bräuchten jetzt echt mal langsam Fackeln, ne? Wo war denn das Dorf? Hier ist das Portal, hier drüben ist das Dorf. Ich denke, wir sollten da neue Fackeln irgendwie einhandeln, wenn es eben möglich ist. Ja, mal sehen, was wir da abgeben können, ne? Aber wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier die Sicht wieder kriegen, damit wir auch wandern können. Den Schrein will ich jetzt fast links liegen lassen. Ich glaube, wir gehen nochmal zum Insulanerdorf, bereiten uns dort vor. Mit neuen Fackeln. Vielleicht verkaufen wir die Schaufel, die wir dann bestimmt im Anschluss noch brauchen. Wie ich mein Glück kenne. Aber ist egal, wir brauchen neue Fackeln. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Norden. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit hier. So, wir nähern uns dem Dorf, natürlich. So, leise Geräusche des Alltags erfüllten die Luft. Wir haben einen tollen Ruf. Wir können handeln und wir wollen definitiv hier die 3 Fackeln haben. Vielleicht jetzt das Fleischerbeil verkaufen. Das brauchen wir sowieso, glaube ich, eher nicht. Also dieses Beil hat halt Fleischhacken und Fleischerbeil werfen. Das ist zwar ganz nett, aber nee, wir verkaufen das. Wir brauchen das nicht. Da würden wir sogar Ruf bekommen. Könnte man theoretisch den Whisky sogar zurückkaufen. Ja, warum eigentlich nicht? Mehr Whisky ist doch gut.
Machen wir das. Ein guter Deal, wie ich finde. Und dann werden wir uns wieder auf den Weg machen. Wir werden... Achso, wir könnten jetzt noch hier übernachten, ne? Ja, das würde sich auch noch mal lohnen, weil wir nicht wissen, wie weit wir noch suchen müssen. Wir machen das mal. Wir übernachten noch einmal. Im Dorf. Hoffen, dass Malin so lange nicht gefunden wird. Als wir am Feuer saßen, trat eine Dorfbewohnerin an uns heran und fragte, ob sie eine Flasche unseres Whiskys probieren dürfte. Ah, guck mal, wir haben gerade Whisky zurückgekauft. Wir haben noch drei. Ja, Whisky abgeben, das machen wir mal. Um zu sehen, was passieren würde, reichten wir ihr eine Flasche. Die Dorfbewohnerin nahm dankbar an und verschwand damit in einer der Hütten. Gut, wir kriegen nochmal einen Rufpunkt. Das war sehr freundlich. Die mögen offenbar den Alkohol. So. So, da ist unser Schweinchen wieder da. Okay, wir verlassen den Ort wieder. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Wir haben jetzt 81% Kompassgenauigkeit. Können wir eine weitere Fackel anzünden? Ja, auf jeden Fall. Sollten wir auch tun. 82%, wo zeigt das hin? Zwischen Nordwest und Nordost. Oder Nord-Nordost. Das heißt, wahrscheinlich befindet sie sich irgendwo hier in diesem Bereich. Na gut, wir zünden nochmal eine Fackel an. Wir können nochmal Yubi einsetzen. Das machen wir auch. Im seichten Gewässer. Mal gucken, was hier gefunden wird. Vielleicht Muscheln oder sowas. Algen, ja, das ist auch gut. Das ist toll, die können wir auch gut benutzen. Sehr schön. Immer noch 5 Schokolade, das sieht ja echt gut aus. So, setzen wir nochmal eine Fackel ein. Da können wir zumindest schon mal bis hier oben. Nee. Bis hierhin reisen für 26. Ist relativ teuer, aber wir machen das mal. Ist hier wirklich dieser Nebel? Tatsache. So, leider ist die Fackel aus. Wir müssen wieder eine neue einsetzen. Oh, da oben ist irgendein böses Tier. Wir sind bei 87% Kompassgenauigkeit von hier. Zwischen Nord-Nordwest und West-Nordwest. Also nicht hier unten. Eigentlich muss das hier irgendwo sein. Eigentlich. Wir nehmen nochmal die beiden Algen hier zur Verstärkung unserer geistigen Gesundheit und dann marschieren wir. Ja, wohin marschieren wir denn? Ja, hier ist das günstigste. Marschieren wir hier mal hin. Oh Gott, eine Spinne ist hier zu sehen. Und wir haben Erfahrung gewonnen. Ich weiß gar nicht wofür eben. Wir haben hier ein altes Lager. Vielleicht hat Malin das aufgeschlagen, wir wissen es nicht. 92% Genauigkeit, das ganze Ding zeigt jetzt deutlich nach West-Nordwest. Das könnte sehr gut hier sein. Oder eben dies hier, wo die Spinne ist. Spinnenmutter, oh, das ist ein ganz gefährlicher Gegner, da müssen wir vorsichtig sein. Ei, ei, ei. Na gut, lasst uns mal auf das alte Lager zugehen. Ich hatte den verlassenen Lagerplatz einer gescheiterten Expedition entdeckt, also doch nicht Malin. Ich hatte das Gefühl, dass das, was diese Verwüstung verursacht hatte, noch immer hier sein könnte. Okay, wir brauchen 2 grüne und als... Ah ne, 2 grüne und einen blauen und als Bonus 2 blaue. Sollen wir da jetzt wirklich noch eine Fackel für freimachen? Schwierig, ne? Ich glaube, wir versuchen es ohne Fackel. Oh, wir haben es geschafft. So gerade den erforderlichen Bereich. Ich stoppte den Treck, um eine gründliche Durchsuchung des Lagers einzuleiten. Nach kurzer Zeit fand ich inmitten der Überreste etwas Wertvolles. Ja, 2 Fackeln. Das ist gut. Kristallsplitter nehmen wir erstmal mit. Ist okay. Aber die Fackeln, die sind super wichtig hier. Denn die gehen uns ja hier laufend aus. Ja, ich würde sagen, wir versuchen... Tja. Hier entlang zu gehen. Ich will aber eher hier lang gehen, damit wir hier an der Spinne vorbei sind und damit die uns nicht abfangen kann.
für 28 ist das okay. Machen wir das mal. Die Maulwürfe lassen wir in Ruhe. Ja, jetzt kann ich die Fackel nicht mehr anzünden, ist aber nicht schlimm. So, auf die riesigen Knochen zu gehen. Hier muss Malle eigentlich sein. Wir sind bei 98%. Das ist ja komisch. Na gut, lasst uns dann zugehen. Ist das hier der Ort? Wir haben auf einmal 10 Gesundheit bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Als ich mich dem geheimen Treffpunkt näherte, trat eine Gestalt aus den Schatten hervor, die mir bestens bekannt war. Es war Victoria Malin. Betroffen sah ich, dass sie leicht humpelte, aber sie erwiderte meine Besorgnis mit einem verwegenen Lächeln und erklärte mir endlich, was ihr geschehen war. Im Laufe ihrer Studien hatte sie herausgefunden, dass es mit dem Schlüsselstab möglich war, die uralte Maschine in Gang zu setzen, die wir auf unserer ersten Reise entdeckt hatten. In dieser Maschine, der sogenannten Schöpfungsmaschine, verbarg sich eine beinahe grenzenlose Macht. Mit ihrer Hilfe würde Malin unendlich viel Land und Ressourcen erschaffen können, um Hunger und Armut auf der ganzen Welt zu beseitigen. Wow, was ist das denn für ein krasser Plan? Aber ist das denn nicht gefährlich, so eine Maschine, die lädt doch eigentlich zum Missbrauch von Macht ein, oder? Für sie war eindeutig, dass die Zukunft nur eines bringen würde, Krieg. Ein industrialisierter, brutaler Krieg von unvorstellbarem Ausmaß. Die Schöpfungsmaschine würde jedoch dafür sorgen, dass es nichts geben würde, worüber man kämpfen musste. Ich musste ihr nur helfen, zu einem Portal in der Nähe zu gelangen, einem Tor der Palikao, durch das wir direkt zur Schöpfungsmaschine reisen konnten. Du liebe Zeit, dank meiner Hilfe war sie nun in der Lage, das Portal zu durchschreiten und Hunger und Ressourcenknappheit für immer ein Ende zu setzen. Ja, hier drüben müssen wir dann hin. Und ich glaube, dass wir das auch machen werden. Ich glaube, das tun wir. Ja, wir müssen es ja sowieso tun. Verstauchter Knöchel, 30 Tage lang. Können wir bei ihr den Verbandskasten einsetzen? Ja, wir können Victoria direkt heilen. Das machen wir mal. Dafür haben wir ja Verbandskästen dabei. Wir verwendeten den Sanitätskasten, um die Wunden von Victoria Malin zu verarzten. Sie bekam wieder etwas Farbe und verliert den verstauchten Knöchel. Wunderbar. Also geht das zwar nicht, dass man einen verstauchten Knöchel mit irgendwas heilen kann, aber es funktioniert natürlich hier im Spiel so. Okay, wir können Yubi nochmal einsetzen, aber wisst ihr was, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Also wir werden jetzt beim nächsten Mal, werden wir jetzt hier zum Palikao-Tor reisen. Das ist ja richtig interessant, das klingt ja jetzt hier nach Story-Abschluss, aber ich bin mir ziemlich sicher, entweder kommt uns wieder diese komische Sakagawea zuvor oder es passiert noch irgendwas. Warten wir mal ab, was uns jetzt noch erwartet, liebe Leute. Immerhin sind wir den Maulwürfen ausgewichen, so gut es ging. Mal sehen, ob wir das auch weiterhin schaffen werden. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Tastenhorn sagt ciao, ciao.